Ja, von wegen, er baut eine Stadt, einen dicken Kampfheli baut. Bist du blind, Mann? Oh, Leute, willkommen zurück zu Advance Wars. Advanced Wars. Und das sieht super aus. Also, ganz ehrlich, seine Gabe wächst auch eher langsam heran und... Nee, nee, das kann er vergessen. Der Zug ist abgefahren für ihn. So, wir haben hier immer schon noch unsere Leute. Ich baue einfach nochmal zwei. Warum nicht? Hier haben wir auch jetzt schon ein Schlachtschiff in Position. Den gefährlichsten aus dem Weg räumt, ist, glaube ich, erstmal, ach doch, warum nicht? Ich habe ja einen Titanpanzer und einen Kampfpanzer und so was alles. Brrrrms. Die geballte Power, ey. So, hätte nicht mal mehr, jetzt wenn ich sein, ups, wenn ich seinen Flak jetzt zerstört, dann nicht mehr was für mein, gegen meinen Bomber. Das ist so super. Aber leider würden wir ihm, geben wir die ganze Zeit ihm Potenzial für seine Gabe. Ich glaube, die wird auch nochmal wehtun. Der wird nochmal seine Special Gabe einsetzen. Oder seine, nee, noch nicht mal. Seine normale Gabe ist ja noch nicht mal voll. Ich glaube jetzt schon. So, was mache ich jetzt hier? Fetti Buletti? Nicht mal der schafft es. So, und der ist noch gar nicht so weit in der Lage, da voranzuschreiten. Dann bin ich außerdem in Reichweite von dem Teil hier. Also lass ich's mal. So, bevor er mich hier komplett schwächt, nochmal den Bomber. Alter, der Bomber ist richtig schwach. Bum, 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 bum. Stimmt, warte mal. Nur seine Flugeinheiten sind schwach, ne? Seine Bodeneinheiten sind doch normal. Von Drake. Ja, nur die... Alter, die Flugzeuge sind aber richtig schwach. Ja, okay. Hatten wir alles schon. So weit waren wir doch. 5%. Schieß nach oben in den Himmel. Jawohl. Super, Leute. Ein super Team. Okay. Hier inzwischen. Nimm mal ein. Eine Bomber. Ja, genau, Marcel. Bau einen Bomber, wo du auch ein Schlachtschiff bauen kannst. Aber ja, das Schlachtschiff ist ja so weit weg. Wenn ich den Hafen habe, dann baue ich bloß noch Schlachtschiffe. Okay. Aber bis dahin haben wir längst gewonnen. So, was mache ich denn jetzt? Nee. Ich muss warten. So, du kannst mal zurückfahren. Obwohl, warum? Nee, bleib mal da. Nee, halt. So, der muss weiter nach vorne. Alles klar. Hier soweit, alles klar. Alles cool. Ja, muss ich erstmal sammeln. Wir müssen uns sammeln. Oh nein. Er hat seine Gabe voll, aber er setzt natürlich auch ein. Du bist im Untergang dabei, du Arsch! Würde ich in deiner Position jetzt nicht sagen. Du oller Maverick. Oh, jetzt dauert der olle scheiß Hafen wieder so eine ganze Weile. Das gibst du einfach nicht. Jetzt waren alle anderen wohl geheilt. So. So, einnehmen. Ihr geht nach da und nehmt ein. Die letzten Dinger hier. Dann gehört die Insel bald uns. So. So. Oh, darf doch nicht wahr sein, ey. So, alles hier wieder. Ich schwächt alles für den Arsch wieder. So, ich knall einfach mal ab. Den Menschen. Und zack. Okay, der Bomber. Mein Bomber steht da, glaube ich, schon ganz gut. Der blockiert einen Slot von ihm zum Bauen. 61% Damage. So. Und da werde ich mich jetzt einfach einen. Und hier ohne Arbeitsgeld bringen. Yeah. So, dann bauen wir jetzt einfach ein Schlachtschiff. Jetzt doch, obwohl es so weit weg ist. Ja, ja, ich weiß schon. Ich weiß doch Bescheid. So, wie viel sieht's aus? 82%, geil. Nehm ich. Bum, bum, bum. So, dann muss den einfach nur auslöschen. Dann kommt ein Flak und macht den Heli down. So. Sehr nice, das gefällt mir. Jo. So. Und der Angeschlagene, der Einzelne, einfach mal mit dem. Habe ich wieder einen 10er-Flak. So. Zack. Okay, geht erst später. Dann einfach mal hier den 4er. Da kriegt down. Das schaffst du, Mann! Yeah! Und jetzt. Muss ich gucken, der Typ hier nervt ganz schön doll. Allerdings bin ich voll der Schwächling mit Flugzeugen. Oh, ey. Voll schlecht. So, da heilt sie doch gleich wieder. Braucht ja alles weiter versuchen. Na, nächsten Bomber ranholen und dann das Schlachtschiff beim nächsten Mal. Okay, okay, okay. Na, wir müssen warten. Ich will aber nicht mehr warten. Ich will in die Hände hier. Ich will den wegbashen. Ich will backbashen hier, Alter. Ich werde ihn alle so wegbashen. So, der hat sich hier bereitwillig erklärt zu sterben. Durch meinen Kreuzer. Attacke! Yeah. Geile Sache. So, down.
Denn den beiden halt versprochen, die sollen sich einen, okay. So. Jawohl. Nein. Nein. Und hier aber. Jawohl. So. So. Das gibt Geld, was wir gar nicht mehr brauchen. Und jawohl. So. Hat er da oben einen Helikopter gebaut. Warum macht er denn sowas? Das weiß wieder keiner. So, der will anscheinend, dass sich seine Mecheinheit da heilt. Okay. Von mir aus. Blockiere eine Weile deine eigene Basis. So, der Bomber, der kann ja echt kaum was reißen, ey. Ha, verdammt. Auf Drake sollte man echt nicht auf Dingsbums setzen. Auf eventuell den Flughafen einnehmen, ja. Nur damit der Gegner nichts mehr macht. Nicht mehr bauen kann, aber selber bauen. Ein Albtraum. Ich sag es euch. So, wisst ihr was? Nee, kann ich nicht machen. Kann ich einfach nicht machen. So was macht man nicht. So, du sollst dich irgendwo heilen. Geh nicht mal heilen. So, Flak. Und noch ein. Okay. Ah, sieht das schon schick aus, oder? Guck mal hier, die ganze Insel ist grün. Fast. Nächste Runde. Okay. Ich will erst die Artillerie loswerden. Sonst kann ich da mich nicht weiter vorwagen. So, was soll das jetzt? Du kannst doch nicht einfach mein Schiff da anballern. Das geht doch nicht. So. Jetzt gibt's wieder ordentlich Kohle. Jawohl. Geld. 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 So. Du auf hoher See hier. Gefundenes Fressen für meinen Kreuzer. Weggerotzt. So Leute, was mache ich danach für eine Mission? Ich glaube sogar die mit Eagle. Die nächste mit Eagle werde ich mal in Angriff nehmen. Mann, hau doch mal ab, du störst. Du nervst und nimmst mir den Platz weg. Ich will jetzt endlich mal rüberfahren. Ich will jetzt durchkommen. Die stehen alle schon auf der Brücke und warten und denken sich irgendwie von wegen, boah, was ist das für ein Trottel? Special-Gabe! Yeah! Das vereinfacht nochmal ein bisschen und zieht richtig viel ab. Bei jeder Einheit 2 Damage. Also fährt er ja nicht mehr. So, nach vorne fahren. Du kannst dich hier mal heilen. Oh yeah. So, na dann. Platz machen. Und Panzer durchfahren lassen. Das wird ja so mega gut. Ich fühle es. So, okay, das hat nicht geklappt. Die kommen da nicht durch mit ihren Fettärschen. Mann. Trotzdem aufräumen ist angesagt. Kann der Bomber dahin? Gut. Dann machen die beiden Bomber jetzt hier erstmal klar Schiff. So. Verdammte Artillerie. Jetzt wird er bestimmt eine neue bauen. Nächste Runde. Was uns ja nicht stören soll. So, kommt alle her. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Hier, du willst auf dem Dirts haben? Okay. Bombs droppen. So, geil. So muss das sein. So, soll ich schon mal einen vorbereiten, der gleich einnimmt? Ja, aber. So. Der steigt nächste Runde ein hier. Der hier, weil der ist dann voll und dann werde ich schon mal hier versuchen einzunehmen. So, Schlachtschiff. So, du heilst dich hier mal. Ich glaube, ich baue nichts mehr. Ich brauche nichts weiter bauen. Was soll das? Außer vielleicht noch ein TTP. TTP bauen können. Mach ich auch. Weil das wird schon heilen. Oh, Scheiße, was soll ich machen? Ich fliege einfach mal übers Meer. Gute Entscheidung. Muss ich ja sagen. So, alles klar. Zack. So, eingeparkt. Und dann legen wir mal los. Hier kann man richtig schön ballern. Halt, erstmal die Fernangreifer. Können die was reißen? Jo. Den hier nochmal schön schwächen. Krieg jetzt alle aus hier das schon. Hier will ich vielleicht durch Mannübernahme. So, auf jeden Fall ist auch klar. Ja, das war natürlich auch wieder ein Fail, genau da hin zu parken. Ich dachte, der Luftraum wäre sicher. Komischer Pilot. Wer fliegt dieses Flugzeug? Ich, Sir. Er ist ein Arschloch, Sir. Naja. Ja, kennt ihr den Film bestimmt, wa? Obwohl, naja, vielleicht einige nicht. Spaceballs ist aus den 80ern oder? Doch, 80er. Ja, doch. Ja, der war so dumm, der Film. Aber gerade deswegen so lustig. So, bum, 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 bum. So, der Kanon ist da, also löscht er ihn auch aus. Und bam, bam, bam. So, habe ich jetzt richtig geguckt, hat er bloß noch diese eine Einheit da. Ja, und ich habe noch 2 Bomber. Gut, kurzer Prozess, war.
Leb wohl, mein Freund. Tschüss, Kumpel. Oh! Und sie haben zusammengehalten bis zum Schluss. Aber es hat nichts genützt. Boote setzten meine mächtige Luftwaffe außer Gefecht. Beachtliche Leistung. Ich unterschätzte meinen Kontrahenten. Aber dieser Krieg ist noch nicht vorbei. Nur in der letzten Schlacht gilt es zu siegen. Der Gegner zieht sich zurück, Sir! Ach klar, wir haben wohl gewonnen. Irgendwie. Dann bin ich hier wohl überflüssig, was? Oh, Eagle, du wolltest uns beistehen, nicht wahr? Ich hörte, der Angreifer setzte hauptsächlich Flugeinheiten ein. Mich vertrat ein Unteroffizier. Aber ich sorgte mich wohl umsonst. Tja, ich hatte Glück. Tja, ha, das war mehr als Glück. Ach ja? Drake, du bist ein guter Stratege. Glaub mir, das ist doch klar, dass du dein Heer von Flugeinheiten besiegen kannst, oder? Das hätte Jess oder du genauso gut geschafft. Ich bin nicht so... Vielleicht ist es deine Bescheidenheit, die den Menschen so an dir gefällt. Oh, sind sie nicht nett? Eagle und Drake sind sehr gute Freunde, waren sie schon immer. Und wir haben sogar die volle Punktzahl. Rang S. Your argument is invalid. Oder irgendwie so. Schlechtes Englisch for the win. Hagel und Granaten, wir haben gewinst. Alles super duper. Boah, schon 8400 Punkte. So. Wir könnten jetzt schon die finale Mission machen. Aber natürlich, wie bei jedem Kontinent, sagen wir uns einfach nö. Alter, 6 Sterne. Wir machen die Mission mit Eagle und die Mission mit Jazz. So, mal gucken. Das war... Okay, Ada. Okay, Ada ist ja ein Trottel. Gut. Ziehen wir es durch. Ziehen wir es durch. Ada ist ja total schlecht, was die Gabe und so angeht. Cat, wie geht es mit dem Laser voran? Oh nein, Laser schon wieder. Einsatzbereit! Ich habe ihn ein bisschen verbessert. Er feuert jetzt jeden Tag. Super fies. Hehehe. Schick. Wie sieht's bei dir aus, Helmut? Meine Truppen sind dort aufgestellt, wo du sie haben wolltest. Jetzt werden wir die Streitkräfte von Orange Star endgültig wegfegen. Warum ist Orange Star auch hier? Wir sind doch im Green Earth, da. Tja, sie wollten offenbar Samariter spielen und mitmischen. Selber schuld. Dann greifen wir bald an, ja? Nein, vorher fordern wir sie zur Kapitulation. Wir fordern sie zur Kapitulation auf. Der Kommandant ist ein junges, unerfahrenes Mädchen. Sie wird sicher klein beigeben. Hehehe. Woher weißt du das, weil du auch ein kleines, unerfahrenes Mädchen bist? So sieht sie mal so aus. Oh, los Leute, bleibt standhaft. Die Verstärkung aus Green Earth ist schon auf dem Weg. Haltet durch. Kommandantin, wir erhielten ein Kommuniqué von Black Hole. Was steht da drin? Sie fordern unsere Sie fordern unsere Kapitulation. Man wartet auf unsere Antwort. Kapitulation? Gut, hier ist meine Antwort. Du richtest das Wort wörtlich aus. Natürlich werden wir bashen. Schnelle Hilfe. Mission 30. Alles klar, Leute. Ach du Scheiße. Kommandant! Black Hole hat Orange Star zur Kapitulation aufgefordert. Ich glaube, Tami führt die Streitkräfte von Orange Star an. Wie lautet ihre Antwort? Nun, kurz gesagt, sie hat ihre Forderung schlichtweg abgelehnt. Tja, was genau waren ihre Worte? Fuck you. Fuck off oder sowas. Das lese ich lieber nicht vor. Ihre Wortwahl war wenig diplomatisch. Sie ist ausgerastet. Okay, und wenn schon? Dürfte ich es aufschreiben und sie lesen es dann selbst? Was hat er denn gesagt, Mann? Von ihr lesen? Haha. Kommandant, ist alles okay? Herrlich und verblümte Ausdrucksweise. Es wäre eine Schande, wenn sie in die Fänge von Black Hole geriete. Sicher, das wäre es, ist doch klar. Alle verfügbaren Streitkräfte sollen sich bereit machen. Wir brechen auf. Kommandant, der Gegner ist in der Überzahl. Wir müssen ihn nicht Mann gegen Mann gegenübertreten. Entweder wir konzentrieren uns auf den Laser oder wir nehmen ihre Besitzung ein. Eins von beiden. Unser Ziel ist es, die Belagerung zu unterbinden. Das ist alles. Green Earth steht den Schwächeren bei. Rettet die Orange Star Armee. Sehr nice, Leute. Okay. Ja, aus Teil 1 weiß man ja noch, dass Eagle und Tami so ein bisschen... Ich glaube, die mögen sich sehr. Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Das ist Orange Star. Die dürfen natürlich nicht abkratzen, so. Habt ihr das richtig verstanden? Zerstöre die 4 Laser oder besetze das Hauptquartier des Gegners. Alles klar. Mit Unterstützung von Tami. So, Hauptquartier besetzen ist, glaube ich, nicht so eine Alternative. Ich werde mal hier alles kaputt machen. Sie hat einen Raketenwerfer. Der aber, glaube ich, nichts erreichen kann, oder? Wenn ich den hier hinstelle, warte mal. Der hat wie viele Felder nochmal? 3. Oh. Wenn der hier steht, 1, 2. Warte mal. So und dann. Nee, ich glaube, das
würde ganz knapp nicht klappen. Ach, muss man ausprobieren. So, hier ist ein kleiner Durchgang. Das ist natürlich auch schlecht, dann können die hier auch noch rinkommen. Bei mehreren Seiten sogar. Okay, aber erstmal ist Eagle dran. Eagle ist sowieso erstmal dran. Was gibt's hier auf der Karte? Irgendwas Geiles, was man sich schnell holen sollte. Abgesehen natürlich von dem Flughäfen und allem. Ach du meine Güte, ey. Der ist ja hier. Oh, das ist so eine riesen Map schon wieder. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Okay, na, Kampfhilibo, ist das jetzt so schlau? Verdammt, was mache ich? Kurz am Kopf kratzen. Hier, Flughafen kann man vergessen, der wird beschützt. Erster Laser. Okay, die feuern auch jeden Tag. Muss man ohne aufpassen. Mann, ey. So, ich baue erstmal noch so einen. Und noch einen. So, einsteigen. Halt, wo schießt der Laser hin? Ich würde ja gerne erstmal das hier einnehmen. Das ist, glaube ich, ganz cool. So, also nach oben. Wir haben zwei Jäger. Okay, der eine Jäger wird auf jeden Fall mit denen einen fertig. Halt. Man muss immer gucken, Leute, ist wichtig. So, der kann auch nicht so weit fahren, ne? Nö, kann er nicht. Also, einfach mal hier hin. Sollte in Sicherheit sein, ne? Aber ganz genau. Okay. Und wie sieht es hier oben aus? Okay, da oben hat er einen Jäger. Also schicken wir einfach noch einen Flak hinterher. So. Schön hier bleiben. So, der Bomber macht sich auch mal auf. Inzwischen zum ersten Laser schon. So, und dann ganz langsam erstmal schleichen. Die Helis müssen erstmal hinterher schleichen. So, du bleibst hier. Du sollst eingelagert werden. Oh, wartet mal. Warte mal, wo steht überhaupt der obere Laser? Okay, der steht hier. Alles klar. Oh, du Scheiße, ey, das war knapp. Oh, muss ich ohne aufpassen. So. Vier Laser, die so richtig fies im Kreuzfeuer stehen, ist nicht gut. Warte mal, was ist hier mit? Ne, die sind auch ganz woanders noch. Oder? Scheiße. Das ist doch Mist, ey. Verdammt. Gut, okay. Sehr mies. Verdammt. Das war schon mal sehr schlecht. Inzwischen ist Tami dran und sie rockt hier alles auf einmal, Mann. Und yeah, yeah. So, ihre Mecha-Einheiten sind ja übelst stark. Was soll ich hier machen? Die ist total eingekesselt. Aber richtig eingekesselt. Kann ich nicht irgendwie versuchen? Ich stelle erstmal das Ding einfach hier hin. So. Und dann, ja, wenn ich jetzt... Doch, wenn ich einer hier bin, dann kann ich das Ding hier treffen. Aber natürlich werde ich dann auch von allen anderen abgeballert. Nee, halt! Hey! Hey, ich kann mich in den Wald stellen und dann das Ding hier abballern, okay? Und wie sieht's hier unten aus? So, muss ich aufpassen, ganz vorsichtig sein. Ganz komische Strecken fahren. So, ich habe einen Flugwehrabwehrschutz hier und... Ah, Mann, ey. Ansonsten nicht wirklich viel. Allgemein steht sie nicht in der Reichweite, ne? Ja, sorry, Leute, hier muss ich jetzt echt auf total viele Sachen aufpassen und achten. Das geht so nicht. Okay. Ein Treffer landet da jetzt leider, der Sack. Oh, der trifft mich. Der dürfte auch nicht treffen. Aber der trifft leider. Oh, mein schöner Jäger. Den habe ich so gebraucht. Oh Mann, ey. Ja, gleich weg. Verdammt. Okay. So, er haut deswegen jetzt auch erstmal nach oben ab. Ich hab so eine Angst, Mann, oh nein. Ja, ja, okay. Okay. Alter, wenn der mit seinen Helis da zu Tami fliegt, geliefert. Ja. So, die will er wohl loswerden. Jetzt hören wir erstmal die Mucke von Ada, ey, sonst hat er nie so lange Züge gemacht. Okay. Ihr haut mal ab. Ein Kampfheli muss down. Auch besonders gemein ist es ja auch, wenn er seine Gabe einsetzt, ey. Ihr wisst ja, ihr erinnert euch, er sammelt die schneller als andere. Und, warte, wollte er mich jetzt locken? Will er mich hier verarschen? Wartet mal. Ach, scheiße, er hat mich komplett verarscht. Mann, ey, ich bin so ein Depp. Okay, dann knallt den aber auch noch ab. Mist, ey. Mann, das ist so blöd. Man müsste wie bei dem neuesten Fire Emblem Teil, Fire Emblem Awakening, da kann man ja das einstellen, dass ich hier einmal ruf drücke und dann bleibt die ganze Zeit dieser Radius hier, Verzeihung. Wow, ich musste auch stoßen. Dann bleibt die ganze Zeit der Radius. Er hat sich natürlich auch geschickt geschützt, aber ich glaube, der trifft ihn selber. Also. Einnehmen. Einlagern. So, jetzt muss ich hier erstmal. Das Ding hier nervt jetzt total. 98%, voll geil.
Kein Problem. Was? Nicht gestorben? Mann. Ah, wieder Pech gehabt. So, ich glaube, das kriegt aber ein Bomber nicht auf einmal down, ne? Da müsste ich mit Teamarbeit... Nee, doch. Ich krieg einen Laser down. Nichts in Reichweite? Nö. Nichts in Reichweite, na denn? Außer der Jäger da. Der Jäger, okay, den muss ich gleich mit meinem Flak schwächen, okay. Bams, ein Laser ist down. So, habe ich keine Gefahr mehr vor dem hier und kann ihn erstmal ein bisschen schwächen. Bum, bum, bum. Sehr gut. La, 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 la. Aber Leute, der Part ist vorbei. Dum, dum. Ich weiß, es ist wieder total übel, aber... So, okay, dann einfach... Ach komm, mach ich den mal hier aus. So, dann meine Helis. Machen dann mal hier kurz einen Rest, dass ich dann doch... Wow! Mit dem TTP schon mal nahe der Basis dahin fahren kann. Ich lade aber noch nicht aus, weil der Bomber sonst den platt macht. Ich weiß gar nicht, ob sein Bomber es schafft, mein TTP komplett zu zerstören. Wie war denn das? Schafft er das? Der ist ja nicht so stark. Hm. So, halt erstmal hier... So. Ja. Okay, achso, oh, ups. Oh Gott sei Dank. Alles klar, noch ein Angriff, Leute, dann ist der Part vorbei. Obwohl, der kann ja eh nicht mehr machen hier. Kriegt ihr nicht mit dem down? So, wartet mal, der ist eigentlich auch mit der Speer, ist mir gar nicht mal so verkehrt. So, einmal auf den Leim bin ich ihn gegangen. Blöd von mir. So. Halt. Der ist ja auch noch da. Ja, okay, dann beim nächsten Mal. Dann erstmal doch hier den auslöschen. Und der Typ wird eindeutig seine Special-Gabe beim nächsten Mal schon voll haben. Und dann... Verdammt, der kommt ja aus dem Helikopter so weit. Ach. Mann, ey, was man halt bedenken muss, ja? So, okay. Also, das war's dann erstmal wieder. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Part mit Tami wieder. Und dann, ja, mal gucken, wie das hier sich entwickeln wird. Ciao!